Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Es geht jetzt hier gleich weiter mit Fußball, aber nicht ausschließlich mit Fußball, sondern vor allem auch mit dem täglich Podcasten über Fußball. Wir sind nämlich gerade mitten in einer Fußball-WM, die vor 2 Tagen das Eröffnungsspiel hatte. Und Jule, die hier hinter mir sitzt, hat sich zusammen mit ihrem Podcast-Partner Sven überlegt, ach, wisst ihr was, wenn da jeden Tag Fußballspiele sind während der WM, dann podcasten wir doch auch einfach jeden Tag darüber. Nun ist Jule hier bei uns auf dem Podstock, aber auch das hält sie nicht davon ab, jeden Tag irgendwo zu sitzen und ihre Podcasts aufzunehmen. Ich finde das sehr beeindruckend und wenn ihr gesehen oder gehört hättet, was die beiden schon in der Vorbereitung auf die WM alles gemacht haben, dann wäre euch wahrscheinlich bewusst, wie viel Arbeit so in den letzten und nächsten Monaten von Jule und Sven drinsteckt. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, hat Jule uns jetzt eine kleine Zusammenfassung davon mitgebracht, was es eigentlich heißt, täglich über eine Fußballweltmeisterschaft zu podcasten. Und ich bin sehr gespannt und freue mich. Schön, dass du da bist, Jule. Dankeschön. Ja, hallo, ich bin die Jule von Lottes Erbinnen und auch Früff, aber heute mal jetzt zu Lottes Erbinnen. Ich habe mir überlegt, was könnte ich jetzt hier machen, wenn ich auf dem Podstock bin und so, da wollte ich auch mal was machen. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich mit irgendjemandem hier über die Spiele spreche. Dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich finde ich gar keinen, der das macht. Und habe mir gedacht, dann mache ich mal so eine Einführung zum Ersten in das Thema Weltmeisterschaft. Also wir haben über 9 Stunden aufgenommen bei uns im Podcast. Das könnt ihr natürlich hören oder ihr hört jetzt mir 10 Minuten zu. Das dachte ich mir, war so mein Serviceangebot. Und danach wollte ich ein bisschen darüber sprechen, wie wir unseren täglichen Podcast aufbauen, wie schwierig das manchmal ist und warum sich das schlimm anhört. Und zum Schluss dachte ich mir, wenn ihr noch nicht ganz gelangweilt ist, dann zeige ich mal, dass man auch selber spielen kann, und zwar auf der Konsole. Dafür habe ich eine Nintendo Switch mitgebracht und ich spiele richtig schlecht. Und dann zeige ich das mal. Also wenn jemand möchte, kann natürlich auch gegen mich spielen, dann ist das also für euch lustig, für mich jetzt nicht. Okay. Ja, also endlich Weltmeisterschaft. Ich habe das ja, wenn ich hier zum Podstock oder überhaupt irgendwo hinkomme und sage, es ist Weltmeisterschaft, dann sagen die meisten Leute, was? Genau. Wo? In welcher Sportart? Und ich immer, mein Herz. Und ja, es ist Weltmeisterschaft der Frauen, also im Frauenfußball, und zwar in Frankreich. Die findet jetzt statt seit dem 7. Juni und endet am 7. Juli und ja. Genau, die ist in Frankreich, das Eröffnungsspiel war in Paris und das Finale ist in Lyon. Also Lyon ist eine sehr große Frauenfußballstadt, da ist das beste Team der Welt und von da an sind da auch schon alle Karten ausverkauft. Es sind 24 Teams vertreten, 9 kommen davon aus Europa, unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft. Und ja, wie ich schon sagte, vom 7. bis Juni bis zum 7. Juli findet das Ganze statt. So, kurze Einführung, ne? Weltmeisterschaft, meine Güte. Es gab schon 7 Weltmeisterschaften der Frauen. Das ist jetzt die 8. 8. hört sich jetzt auch nicht so irre viel an, muss man sagen. Also 1991 war die erste Weltmeisterschaft. Es gibt insgesamt 4 Sieger, also 4 Mannschaften, die schon mal gewonnen haben bei so einer Weltmeisterschaft. Einmal die USA, die haben schon 3-mal gewonnen, unter anderem auch beim letzten Mal. Deutschland hat 2-mal gewonnen, einmal 2003 und 2007. Und Japan hat 1-mal gewonnen, das war 2011 in Deutschland. Und Norwegen hat auch 1-mal gewonnen. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr wann. Also man sieht schon, das ist jetzt nicht so viel wie bei den Männern. Ja, wenn wir uns die WM dieses Jahr angucken, dann haben wir da so ein paar Titelfavoriten, die ich jetzt mal nennen würde. Einmal ist es die USA, die haben wir schon 3-mal gewonnen, da erkennt man schon, die können Fußball spielen. In den USA ist Fußball eher eine Frauensportart, das heißt, die sind deutlich erfolgreicher als die Männer in den USA. Leider ist es in den USA auch so, dass da jetzt auch nicht so irre viele Leute zu den normalen Ligaspielen kommen, aber schon ein bisschen mehr als hier. Es gibt auch 1-2 Mannschaften, die relativ groß sind in den USA, also in Portland zum Beispiel. Da ist auch mal relativ volle Hütte. Da gibt es sogar richtige Ultras und
Bengalos. Das ist, irgendwo möchte ich da gerne mal hin. Dann Japan, die sind ja, haben ja einmal gewonnen, sind im letzten, beim letzten Jahr auch mal ins, bis ins Finale gekommen. Die haben die U20 letztes Jahr gewonnen. Also da gehe ich auch von aus, dass die weit kommen. Die Französinnen, die spielen ja in Frankreich, also sind hier entsprechend motiviert, auch mal zu gewinnen. Die Französinnen möchten eigentlich jedes Mal gewinnen seit ein paar Jahren, aber sie scheitern in der Regel immer relativ früh. Aber jetzt sind sie ja mal im eigenen Land und vielleicht klappt das ja. Und dann natürlich die Niederlande, die haben, sind ja Europameisterinnen geworden und die spielen auch super gut. Und deswegen würde ich da auch mal von ausgehen, dass die Chancen auf den Titel haben. Ihr dürft übrigens auch Fragen stellen, ne? So, wo kann man das sehen? Im ZDF oder auf ZDF Sport und in der AD oder auf sportschau.de oder ein paar Spiele werden auf The Zone gezeigt. Jetzt steht da ja oder beziehungsweise Sportschau, das heißt, es wird nicht jedes Spiel im Fernsehen übertragen, wie bei den Männern natürlich, sondern es werden auch viele Spiele nur im Livestream übertragen. Halt eben entweder bei zdfsport.de oder bei sportschau.de. Das muss man immer sich vorher kundig machen. Ich zeige das mal, wie man, also ich das jetzt zum Beispiel mache. Das ist nämlich das Erste, also bevor ich irgendwie, wenn ich darüber podcasten will, muss ich natürlich auch wissen, wo findet das Ganze statt. Und hier zum Beispiel gibt es im Internet von netten Leuten, hier bei Women Soccer zum Beispiel, kann man dann sehen, was wo stattfindet. Und zum Beispiel gerade das wundervolle Spiel Australien gegen Italien gab es nur im Livestream. Und ja, dann kann man sich das angucken, da muss man halt bei ZDF Sport gucken, bevor man jetzt stundenlang ZDF anhat und überlegt, warum kommt das nicht. Jetzt muss ich weitermachen. Gut, eine weitere Besonderheit im Frauenfußball ist jetzt, dass das erste Mal mit einem Video Assistant Referee, das ist also der sogenannte Videobeweis, gemacht wird. Das klappt jetzt aktuell wohl noch nicht so 100%. Es gibt sehr, 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 sehr lange Wartezeiten. Also insbesondere bei Abseitstoren, dann fällt das Tor. In 2 Minuten brauchen die dann tatsächlich manchmal bis die Entscheidung gefallen ist. Das ist ein bisschen ausbaufähig. Eine weitere Besonderheit ist, die haben sich sehr lange Zeit damit gelassen, zu entscheiden, dass sie den Video Assistant Referee wollten. Eigentlich wollten sie es nicht machen. Dann haben sich die Leute beschwert, warum nicht. Und dann ist in, ich sag mal so, im März war das, glaube ich, und dann haben sie gesagt, ja, doch, machen wir doch. Dann ist natürlich so, dann normalerweise verwendet man ja Schiedsrichterinnen. Das ging natürlich nicht, wenn man so kurzfristig anberaumt, dass das eingeführt wird. Das heißt, man hat jetzt bei den Video Assistant Referees Männer sitzen und keine Frauen, weil es keine, oder außer jetzt Bibiana Steinhaus, keine Frauen gibt, die das machen können. Und von den ganzen Schiedsrichterinnen, die auf dem Platz sind, ist auch nur Bibiana Steinhaus diejenige, die das überhaupt schon richtig gemacht hat als Schiedsrichterin, dass sie ein Spiel gepfiffen hat, wo auch jemand ihr ins Ohr plappert und sagt, nein, abseits. Und es gibt auch relativ viele Abseits-Tore jetzt natürlich dadurch, weil die sind natürlich angehalten, die Schiedsrichter nicht so schnell die Fahne zu heben. Das heißt, es gibt auch Tore, die dann 2 Minuten später halt wieder genommen werden. Also es scheint die Leute in Frankreich jetzt noch nicht so richtig gut zu gefallen. Ich weiß nicht, in der Bundesliga gibt es ja auch oft Probleme, aber wahrscheinlich seltener mit Abseits, sondern mehr mit anderen Sachen. Ja, wo kann ich mich informieren? Also natürlich bei uns, bei Lottes Erben. Dann, das zeige ich auch gleich nochmal, 120 Minuten, das ist so ein Blog mit Longreads. Also wer jetzt sagt, ich möchte in 2 Minuten einen Text lesen, der sollte, da kann er wieder wegklicken. Das sind also sehr, sehr lange Texte, aber sehr ausführlich, total gut. Da haben auch ein paar von Friff, also mitgeschrieben. Und auch von Lottes, also wir haben auch mitgeschrieben. Das kann man dann auf jeden Fall lesen, das ist kostenlos, da ist zu jeder Mannschaft ein sehr, sehr langer Text und auf jeden Fall empfehlen. Bei Friff haben wir auch eine wundervolle Folge aufgenommen. Dann gibt es zum Beispiel Women Soccer, einen täglichen Blog, also einen Blog, der jetzt auch täglich berichtet. Soccer Donner macht zum Beispiel auch Berichte und manche andere Sportseiten haben das auch, wobei neulich irgendwie sagte mir, komme ich ja gleich drauf, beim täglichen Podcast spreche ja die Leute an und sagen, du hast nicht Bock, irgendwie da mitzumachen. Und dann sagte ich, ja, klar, irgendwie am 19. kann ich, das läuft dann und dann um die Uhr. Und dann sage ich, nee, das ist nicht richtig. Dann sagte ich, beim Kicker steht das aber. Also wenn man sich zum Beispiel beim Kicker irgendwie kundig macht, dann ist das auch nicht immer 100% richtig, weil die das auch nicht immer gut eingetragen haben. Wäre denn bei der Herren-WM vielleicht nicht passiert. So, das war die Einführung zur
Vielleicht. Da hätte bestimmt auch jemand da geschrieben, irgendwie 50.000 Leute. Was soll das? Genau, also wir haben uns entschieden, täglich Podcasts zu machen. Davor haben wir uns entschieden, da habe ich nicht so drüber nachgedacht, als ich gesagt habe, super Idee, auch eine große Vorbereitung zu machen. Das heißt, es gibt 6 Gruppen, 4 Mannschaften. Und zu jeder dieser Gruppen haben wir einen langen Podcast aufgenommen mit jeweils einem anderen Gast. Und was einem natürlich dann nicht so klar ist in diesem Fall, ist, dass das viel Arbeit macht. Also ich habe irgendwie 2 Wochen fast jeden Tag aufgenommen. Wir haben natürlich dann auch beschlossen, eine Aufnahme mit den Erben von Colina zu machen. Also Lottes Erben, ja, Colinas Erben, zum Thema Schiedsrichterwesen. Und dann haben wir noch so eine allgemeine Aufnahme gemacht. Und dann irgendwann habe ich noch einen anderen Podcast aufgenommen. Dann wurde noch Friff. Also ich habe irgendwie 2 Wochen lang nur aufgenommen. Kurz vor der Scheidung. Nein, Quatsch. Wir haben sogar geheiratet, die Doofe. Sieht sie das jetzt nicht. Ja, genau. Also das war ein bisschen anstrengend. Da habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht, dass das jetzt so anstrengend ist, dass es auch so intensiv ist. Aber auf jeden Fall, also wenn man sich sowas vornimmt und denkt, wir machen mal 10 Folgen, das sollte man dann bedenken. Genau. Und jetzt podcaste ich halt täglich. Also ich bin immer sehe immer komisch aus. Ich renne sehr oft mit einem Laptop durch die Gegend oder mit einem Handy und gucke da drauf und freue mich manchmal, mache komische Bewegungen oder schlage mir mit der Hand vor den Kopf und denke, nein. Das ist nicht, weil ich komische Zuckungen habe, weil ich versuche, Fußball zu gucken. Das ist auch ein bisschen, ich mir gedacht habe, jetzt nicht das Optimum, dass ich hier bin, aber ich wollte ja gern hier sein. Also zum Podcast war es jetzt nicht die beste Idee. Also das ist viel Arbeit, weil ich habe natürlich den Anspruch, zumindest so ein bisschen was zu gucken. Eigentlich will ich alles gucken, aber es ist natürlich schwierig. Dann habe ich das Problem, ich brauche viele Gäste. Also ich will natürlich jetzt, das wäre natürlich doof, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache das immer alleine. Wenn ich die Spiele nicht geguckt hätte, hätte ich gesagt, ja, ich habe gehört. Also lade ich mir mal Leute ein, die ich vorher immer beknie, guckt bitte alle Spiele an irgendwie und auch möglichst richtig und macht euch Notizen. Und da muss man erstmal Leute finden. Dann habe ich ganz viele Leute angesprochen, wovon die Hälfte erstmal gesagt hat, ich bin irgendwie selber in Frankreich oder irgendwie ich fahre in Urlaub oder das finde ich nicht so gut, weil es ja auch völlig in Ordnung ist. Also die Leute sollen ja auch nicht kommen und das eigentlich nicht gut finden. Aber auf jeden Fall habe ich dann viele Leute angesprochen, die das nicht konnten. Und dann habe ich immer mehr Leute angesprochen, habe ich auch Leute angesprochen, die gar nicht so viel mit Frauenfußball zu tun haben. Also unser erster Gast, der guckt eigentlich fast gar keinen Frauenfußball, aber der hat jetzt natürlich trotzdem was sagen können, weil es ja im Prinzip Fußball nur mit einem anderen Geschlecht. Aber der war natürlich dann auch aufgeschlossen und fand das gut. Also das ist auch mal ein Vorteil, wenn die Leute sagen, das mögen sie. Also ich habe jetzt relativ viele Gäste gefunden. Ich habe auch fast alle Tage schon belegt. Ein paar Tage habe ich jetzt nicht belegt. Da beknie ich entweder Leute oder mache das alleine mit dem Sven. Dann ist es ja so, die Gäste haben auch mal nicht unbedingt dann Zeit, wenn ich Zeit habe oder wenn ich denke, dass das cool ist, sondern die möchten dann lieber nach den Spielen aufnehmen oder nicht am nächsten Morgen. Das ist dann auch so ein bisschen schwierig. Und genau, man muss sich dann vor allen Dingen, wenn man die Leute fragt, möchtest du mit mir aufnehmen? Und dann die sagen, ja, finde ich cool. Dann muss man natürlich auch fragen, wann kannst du denn mit mir aufnehmen? Welche Uhrzeit? Und guckst du alle Spiele? Und ich habe das dann so gemacht. Also ich habe vorher mit dem Max vom Rasenfunk gesprochen. Der Max vom Rasenfunk, also wer das nicht kennt, das ist wie der Papst, oder bei Star Wars wäre er Meister Yoda und wir wären so Jedi-Padawane, ne? Also in der 2. Woche. Also ungefähr so ist das mit dem Max. Der Max ist ein unser Guru. Also ne, ist übertrieben, aber lieber Max. So empfinde ich das bei Max. Nein, also und er hat gesagt, ja, also du solltest die Leute jetzt auf jeden Fall schon mal ansprechen. Das habe ich dann auch, hatte ich sowieso schon gemacht. Und der Max hat das in Doodle gemacht und hat dann die Leute sich dann scheinbar in Doodle eintragen lassen. Das macht er wohl auch beim Rasenfunk Royal. Und ich habe das aber so gemacht, dass ich mal ein Word, also ein Dokument in Google Docs geschickt habe. Ich weiß, Google versucht endlich loszukommen, aber Google Docs kennen die meisten Leute, da kommen sie mit klar. Dann habe ich hier immer so eine wundervolle Liste einmal aufgemacht irgendwie. Na, ich mache das mal lieber so.
Dann habe ich jedem von denen eine einzelne separate Liste zugeschickt. Da steht dann jedes Spiel. Und übrigens, das, was grün ist, da fahre ich selber hin, damit die Leute wissen, dass ich das andere Spiel nicht sehe. Und dann sollen die halt eintragen, also ja, nach den Spielen. Theoretisch gesehen hätte das so laufen sollen. Dann haben, also manchmal, es hat da oft gut geklappt, aber manchmal auch nicht. Dann stand hier natürlich, da, ich kann da natürlich nichts mit anfangen, wenn die schreiben, nein und vielleicht. Die sollen ja alle Spiele gucken, ne? Ja. Das heißt, ich musste mir dann immer welche raussuchen, wo die Leute ja angeklickt haben. Und dann konnte ich aber, wenn die vielleicht angeklickt haben, zumindest später nochmal nachfragen und sagen, naja, vielleicht hast du ja doch Lust irgendwie. Dann habe ich ja noch den Sven bei mir. Der Sven, der macht ja auch, also der Sven nimmt nicht auf, sondern ich nehme auf, was eine nicht so gute Idee ist, weil ich ja sonst nie aufnehme. So hört sich das auch an. Ich weine meistens morgens auch ein bisschen, weil das irgendwie nicht klappt mit Reaper und allem. Oder spreche völlig verzweifelt Leute an. Kennst du dich aus? Genau, dann trage ich das hier ein irgendwann, der Gast, dann die Aufnahmezeit und der Sven, ab welcher Uhrzeit der kann. Genau, man sieht, da sind noch so ein paar Lücken. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreibt mich an. Genau, also bei ein paar Leuten ist das noch nicht so 100% abgeklärt. Genau, und so habe ich das dann gemacht und dann halt jedem auch mitgeteilt, ne, und dann, bitte bestätige mir es nochmal, bitte schreib mir deine Studio-Link-ID, wenn das nicht klappt, bitte mach mir deinen Skype-Kontakt, brauchst du ein Mikrofon? Dann sagen die Leute sowas wie, ja, ich habe ein altes Mikrofon, dann weiß man nicht, ist das in Ordnung? Und eigentlich müsste man natürlich mit jedem eine Testaufnahme machen, also wäre gut gewesen, hätten wir es gemacht, aber es hat natürlich jetzt auch keine große Zeit dazu, deswegen ja, mache ich das immer morgens und weine dann halt. Und das hört sich nicht so gut an. Jetzt habe ich hier natürlich das Problem, hier ist auch noch WLAN, was nicht so 100% also stabil ist. Und der Sven ist aktuell schon in Frankreich, da, bei dem ist das WLAN auch nicht so stabil. Da ist das dann, wo war ich denn? F5. Genau. Ja, also wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde, würde ich auf jeden Fall die Technik vorher doch mit einigen Leuten ausprobieren und mich da etwas intensiver mit vorbereiten. Das hat jetzt nicht geklappt, weil wir ja vorher die Vorbereitungsfolgen hatten. Da war die Technik auch noch schlimmer. Also das war aber zum Glück nicht mein Problem, sondern das vom Sven. Da haben wir auch festgestellt, dass man den Sven auch, wenn man Studio-Link und das Telefon, also mit der Fritzbox verbindet, das funktioniert auch. Also einige haben wir eigentlich nur darüber gemacht. Also im Nachhinein würde ich das mit der Technik, glaube ich, ausprobieren, weil das doch stressig ist, wenn man das aufnehmen möchte und erstmal eine Viertelstunde da irgendwie rumhampelt, dass man in den Reaper reinkommt und dass das irgendwie funktioniert. Dann, also es ist gut, einen Monat vorzufragen und was dann aber vor allen Dingen auch wichtig ist, dass man eine Zeitvorgabe macht. Ich habe den Leuten gesagt, wann hast du denn Zeit, sag doch mal und so und trag dich ein. Und dann kamen die Ersten und sagten, ja dann und dann, bitte sag mir schnell Bescheid, damit ich das mit der Arbeit klären kann. Und dann haben die nächsten 10 aber jetzt sich nicht zurückgemeldet irgendwie oder nicht rechtzeitig. Und dann waren die Ersten dann waren schon ganz zibbelig und wollten wissen, wann sie dann den Termin bekommen. Und manche haben sich dann halt spät gemeldet oder haben sich noch später gemeldet und haben gesagt, ich glaube, ich kann doch nicht, was ja natürlich in Ordnung ist, aber natürlich doof in dem Moment war, weil ich ja das geplant habe. Also rückblickend würde ich wahrscheinlich denen auch gerne so Termine vorgeben. Ne? Bitte melde dich doch bis zum 14. oder ne, irgendwie grenzt das ein bisschen besser ein. Weil sonst ist das, ich beknie die ja eh schon, wenn ich dann denen immer so hinterher, bitte sag doch was. Ist das nicht so ganz schön. Die meisten freuen sich übrigens, wenn man sie anfragt. Dann haben sie zwar nicht immer Zeit, aber sie freuen sich zumindest. Ja, und dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man das mit der Technik ein bisschen besser hinkriegt als wir. Wobei ist natürlich so ich versuche immer einen sehr kurzen Cast zu machen, also eine halbe Stunde ungefähr. Das haben wir bis jetzt auch immer geschafft. Fast geschafft. Weil die Leute, die wollen das ja täglich hören, die wollen natürlich nicht 3 Stunden täglich hören, sondern irgendwie nur so eine halbe Stunde irgendwie maximal in dem, was gesagt wird, und die wissen, okay, das ist gelaufen und darauf freue ich mich jetzt oder auch nicht. Genau, und also bis jetzt haben wir da positive Rückmeldungen, außer halt mit der Technik, das war nicht so gut, bekommen. Und
Ja, es klappt. Aber was halt ein bisschen schwierig ist, halt mit der Technik, habe ich ein bisschen mir einfacher vorgestellt, aber wie das halt so ist. Dann klappt es zu Hause super, aber hier leider nicht. Und es heilt auf einmal. Und schrei ich, Leute, warum heilt es? Also man kriegt das hin. Auf jeden Fall, das ist auch praktisch, dass ich hier bin. Dann kriege ich immer wertvolle Tipps oder auf einmal ist jemand da, der wirklich kompetent ist und hilft mir. Also wenn man schon nicht gucken kann, dann ist das zumindest hier ganz toll. Ja, erstmal Fragen irgendwie. Gut, muss mal gucken. Ah, ich bin schon soweit. Also ganz kurz nochmal zu den täglichen Podcasts. Das klappt immer, ich versuche immer auch vorzuschreiben und immer den gleichen Text zu nehmen, weil das ist natürlich auch total doof, dass man das alles auch noch hochladen muss und so. Ja, habe alles nicht vor drüber nachgedacht. Oder ich habe gesagt, ja, das mache ich schon. Vor allen Dingen, ich habe dann ja gesagt, ja, das mache ich und ich fahre ja auch noch zur WM. Das wird dann noch schlimmer wahrscheinlich. Ich mache mich ja voll nackig, merke ich gerade. Genau, also dann kann man hier immer schön, dann mache ich das immer, schreibe ich das immer vor. Eigentlich wollte ich, hatte ich mir schon vorgenommen, nur wie das immer so ist. Ich habe alles vorgeschrieben. Ja, man sieht, das ist nicht so. Muss ich noch mal die Tage irgendwann weitermachen und so. Also es geht schon, aber es ist natürlich immer dann auch nochmal zusätzliche Arbeit, die man machen muss. Die man auch einplanen sollte. Also zwischen der Zeit, dem Zeitpunkt, wo ich dann abgeschlossen habe, meinen Podcast und dem Zeitpunkt, wo ich es hochlade, ist natürlich auch nochmal, weil dann klappt das nicht mit dem Bearbeiten und dann muss ich es bearbeiten, dann kann ich es nicht hochladen und so. Das, ja, hinterher ist man immer schlau. Aber irgendwann bin ich ja wieder zu Hause und dann wird das super sein. Mit meinem LAN und so. Leider haben die anderen das nicht. Okay. Was ich auch nicht bedacht habe, muss ich dazu sagen, ich mache diese Veranstaltung auch so ein bisschen für die WM zu werben. Und dadurch, dass ich bei FRÜFB bin oder überhaupt auch bei Lotus Air bin, haben wir irgendwie diverseste Anfragen. Auf einmal, kurz, also so 2 Tage gefühlt vor der WM, also das fällt den Leuten. Hätten sie mich Anfang Mai gefragt, hätte ich gesagt, geil, das machen wir, eine WM-Folge und so, aber irgendwann war es dann noch ein bisschen viel. Also irgendwie 1 Woche vor der WM ist allen Leuten eingefallen, irgendwie Radio, Fernsehsendern und so weiter, dass wir WM haben und deswegen bin ich auch irgendwie in diversen Medien, also ich war zweimal im Radio und einmal im Fernsehen, was jetzt nicht so doll ist, wie es klingt, aber doch, Dankeschön. Ja, Autogramme gibt es nachher, nein, aber. Die erwarten auch immer dann, wenn das Radio anruft, dass man alles stehen und liegen lässt, natürlich irgendwie. Also das habe ich mir auch mal schöner vorgestellt. Das war, also damit rechnet man ja in dem Moment dann auch nicht. Und dann macht man es natürlich gerne, aber es ist dann schon so, ja. Also hinterher, ich glaube, ich hätte mir 1 Woche vorher auch Urlaub nehmen sollen, anstatt nur zur WM, um das abzufangen. Gut, das jetzt zu unserem täglichen Podcast. Also wie gesagt, mit der Technik ist ein bisschen schwierig und aber generell bis jetzt klappt es ganz gut. Also die beiden Gäste, die waren super vorbereitet. Also ich war immer nicht vorbereitet, habe immer so, ja. Hast du super. Ja. Das, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich das vielleicht auch ein bisschen professioneller irgendwie. Ja, mit dem Gast heute zum Beispiel, der war so gut vorbereitet, der hat dann so viel erzählt, da habe ich mir immer gedacht, meine Güte, das hätte ich ja gar nicht erzählen können, alles. Muss vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten, muss ich sagen. Okay. Ich hatte auch noch eine super Idee, also wenn man so anfängt im März, ne, sich darüber Gedanken zu machen, hat man super Ideen und denkt man nicht daran, dass man auch die Zeit haben muss, das alles durchzuführen. Und eine meiner super Ideen waren außerdem noch, dass ich natürlich. Das habe ich zum Glück verworfen. Ich wollte auch noch täglich spielen. Also ich dachte, und dann streame ich das. Und das ist natürlich eine Quatschidee. Das habe ich sehr schnell verworfen, aber dann fiel mir auf. Also das ist ja eigentlich trotzdem eine nette Idee, dass man das machen kann, wenn man sowas mag.
Jetzt weiß ich wieder nicht, wie macht man das, dass man nur das eine sieht? Gott, einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja, aber nur die Folie. Ja, das vielleicht? Nee, das war es nicht. Also ich arbeite sonst nur mit Excel, wenn ich das jetzt zu meiner... Ja, danke schön, danke. Ja, ich mache sonst nur Excel. Genau, also es gibt nicht so viele, also ich kenne nicht so viele Spiele, Frauen, also Fußballspiele mit Frauen. Es gab mal früher auf der Dreamcast ein Spiel, was auch Frauenfußballerinnen hatte. Das war auch in dem Fall besonders, weil die Männer konnten auch gegen die Frauen spielen. Sah ein bisschen merkwürdig aus, aber konnte man auf jeden Fall machen. Das ist natürlich jetzt so eine Dreamcast, hatte früher keiner und halt auch heute erst recht keiner. Ich wollte die auch nicht mitbringen, weil die ist bei meinen Eltern und die beschweren sich immer, dass ich die noch bei meinen Eltern habe und ich hätte die nie wieder abliefern dürfen, deswegen habe ich sie da gelassen. Meine Frau möchte nicht, dass ich so viele Spielkonsolen habe. Aber ich habe das Spiel, das ist super, aber es ist natürlich sehr alt und sehr altbacken. Aber das war so eins der ersten Spiele, was mir jetzt einfällt, was Frauenfußball. Da gibt es natürlich noch so ein paar Indie-Spiele, die das manchmal haben, aber jetzt auch nicht so besonders. Und ein weiteres Spiel, was jetzt seit 2016 Frauen hat, ist die FIFA-Reihe. Und zwar seit 2016 sieht man ja, auf der linken Seite ist der Messi, der hat Steuern hinterzogen. Und daneben ist die Alex Morgan, die hat meines Wissens keine Steuern hinterzogen. Nur so als... Genau, und rechts ist dann halt Sinclair und Messi. Also das sind natürlich nicht die Cover, die man in Deutschland sieht, sondern die sind in Kanada und Amerika, weil in Amerika und Kanada eigentlich der Frauenfußball etwas größer ist als der Herrenfußball. Genau, und aus dem Grund wollte ich jetzt mal zeigen, wie wundervoll das ist. Also wer jetzt total Interesse hat, der kann auch irgendwie spielen. Aber ich will das jetzt nicht... Quatsch. Jetzt sitze ich morgen hier noch. Ich habe auch Mario Kart, wenn euch das langweilt. Aber da bin ich richtig gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Dann mache ich euch alle nass. Endlich, endlich. Darf man dir zwischendurch noch Fragen stellen? Ja, bitte, bitte. Also du hast ja jetzt schon mehrmals gesagt, ja, und... das würdest du jetzt anders machen und das würdest du jetzt anders machen. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh für ein Zwischenfazit, so nach 3 Tagen. Ja. Aber hast du das Gefühl, es ist was, was ihr jetzt in Zukunft öfter bei großen Turnieren oder so machen werdet? Ja, auf gar keinen Fall. Also es ist schon... eigentlich zu viel für ein Projekt, was man neben dem Beruf ja, macht, oder? Ja, also ja, so im Grunde genommen ja, muss ich jetzt. Also ich habe vor 2 Jahren zur EM habe ich immer zu jedem Spiel einen Blogbeitrag geschrieben. Das war auch doof, weil ich jetzt Legasthenikerin bin und nicht gut schreiben kann. Was dann dazu führte, dass ich irgendwas geschrieben habe, das dann meiner Frau gegeben habe, die, also kurz vor Scheidung natürlich, das dann korrigieren musste und irgendwie auch schon keinen Bock mehr hatte. aber sie hat es gemacht. Das habe ich auch sehr begeistert verfolgt. Ja, danke schön. Da wollte ich eigentlich lustig sein, das hat aber auch nicht geklappt, weil man will ja auch da nicht zu lustig sein. Das hat jetzt wieder nicht geklappt. Und also, aber das war anstrengend, aber das ist jetzt nochmal anstrengend. Also das Problem hier ist, weil es muss ja auch so viele Leute immer finden, die das mitmachen. Also wenn ich das alleine machen kann, dann kann ich das dann auch selber einplanen. Aber so ist das ein bisschen, also ich finde es lustig, mache auch viel Spaß, aber es hat schon so ein bisschen, ich glaube, ich würde es nicht immer machen wollen. Also vor allen Dingen nicht zusammen mit der Vorbereitung. Ich hoffe, ich habe das vorher nicht verpasst. Machst du Kapitelmarken? Nein. Weil das also, wäre jetzt für mich, für so ein tägliches Format, wäre das viel zu viel Arbeit eigentlich. Und du hast gesagt, eine halbe Stunde etwa ist eine Folge, oder? So, ja. Ja, gut, dann lohnt es sich wahrscheinlich. Genau. Also normalerweise machen wir in unseren Folgen immer Kapitelmarken, weil wir relativ lange podcasten und auch über unterschiedliche Themen, die nicht jeden interessieren. Aber da mache ich jetzt keine Kapitelmarken. Ich versuche das auch kurz zu halten, weil ich muss jetzt ja immer noch
versuchen, vor den neuen Spielen hochzuladen. Also das ist ja so ein bisschen mein Hauptproblem. Ich muss ja vor den nächsten Spielen möglichst schnell das hochladen. Also ich kann da nicht sagen, oh, ich gucke nochmal, ob ich nicht doch schneiden oder was weiß ich nicht und das hübscher machen kann, sondern ich versuche das halt Switch gegen Motte. Motte hat gewonnen, offenkundig. Also als kleines Projekt nebenbei ist ein bisschen viel, zumal ich jetzt auch festgestellt, also dummerweise, ich fahre jetzt ja zum Beispiel nächste Woche zur WM nach Frankreich und in dem Sinne, bei der EM war ich die ganze Zeit zu Hause, dann war es ein bisschen leichter, was zu machen. Kein Problem. Aber wenn man auch noch wegfährt nebenbei, in 2 Wochen ist der Kirchentag, da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht. Gott sei Dank ist er in Dortmund, da geht das. Das würde ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal machen würde. Aber in 2 Jahren sage ich wahrscheinlich was anderes wieder. Ja, es war so toll. Was man aber sagen muss, wir haben seitdem natürlich echt mehr Follower und so weiter. Also das hat der Max vom Rasenfunk auch gesagt, dass das natürlich total pusht, weil die WM gucken die Leute. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie zur Bundesliga was mache, dann ist das wird das eigentlich fast gar nicht wahrgenommen, weil Bundesliga guckt keiner. Aber zur WM, da gucken die Leute doch mal und dann wollen die sich vielleicht doch mal anhören. Also insbesondere das mit den Schiedsrichtern, das ist sehr gut angekommen. Das wird relativ oft runtergeladen, weil das doch die Leute interessiert und der Alexander von Colinas Erben das sehr gut macht mit dem Erklären. Also man merkt das schon, wir wurden auch schon zusammen mit Frift bei Saison erwähnt und so. Also das hat eine Aufmerksamkeit an sich gezogen, die ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Also sonst könnte ich stundenlang über Frauenfußball reden, das wird keine Sau interessieren. Meines Wissens kann man euch bis jetzt nicht finanziell unterstützen, richtig? Nein, ich habe so irgendwo auf der Seite habe ich so einen Auphonic-Link mal irgendwie untergestupst, aber noch haben wir das nicht. Aber habt ihr nicht mal überlegt, ob es für so ein großes Projekt wie so ein WM-Ding, wo man da wirklich jeden Tag was macht, dass man da ein kleines Crowdfunding oder so machen könnte, dass ihr euch beide 5 Tage Urlaub bei euren Arbeitgebern kaufen könnt und so, ja, das Ganze ein bisschen intensiver vorbereiten geht ja nicht, aber euch mehr auf die Vorbereitung konzentrieren könnt und das nicht so nebenbei machen müsst? Also ich würde was geben. Hier. Also ich habe da etwas zurückgeschreckt, wenn ich ehrlich bin, weil ich muss das ja auch dann versteuern und so weiter und so fort. Aber Gedanken hat man auch das schon drüber gemacht, irgendwie noch so richtig. Ich bin immer so ein bisschen bei diesen Spendenmodellen zurückhaltend, wenn ich ehrlich bin. Ich dann immer denke, das muss ich versteuern und wenn ich jetzt krank bin und dann nicht podcasten kann, dann sind die Leute böse, weil ich denen ja, weil sie ja was gegeben haben und denken, dann kriegen sie was. Also sowas, das ist jetzt übertrieben, aber ich finde das toll. Ich bin zum Beispiel auch ein Rasenfunk-Royal, der Quintessenz, Rasenfunk-Supporter. Jetzt habe ich den Rasenfunk sehr oft gesagt. Max, du kannst noch in unsere Sendung kommen. Wie, hat er noch nicht zugesagt? Das gibt's ja, ich habe ihn gefragt und er hat nicht geantwortet. Entweder hat er ganz schlecht gehört in dem Moment oder... Okay, alle einmal twittern bitte, alle einmal Max antwittern. Dann jemand hat das schon gemacht und er hat sich da... er ist gerade im Urlaub, nein, Quatsch. Er hat uns auch empfohlen, also deswegen danke lieber Max. kann man machen, ja, haben wir jetzt irgendwie erstmal noch nicht gemacht. Aber man kann Auphonic Guthaben spenden, klar. Aber also manchmal, wir haben ja auch ein Tippspiel, wir haben auch ein sehr großes Tippspiel, aus mir unbekannten Gründen sind da auch extrem viele Leute drin, ne, auf einmal. Ich glaube, irgendein so ein Wettpodcast oder so weiter hat es vorgeschlagen. Und deswegen sind da super viele Leute drin. Weil sonst, wenn wir ein Tippspiel machen, sind da so maximal 30 und dann freuen wir uns auch schon wie Keks irgendwie, weil wir denken, boah, was haben wir für viele Hörer. Und jetzt sind da aber irgendwie über 100, glaube ich, drin. Ne? Die sind, glaube ich, nicht alle Hörer von uns, sondern die sind mehr irgendwie über dieses über andere Kanäle da hingelangt. Oder über Friff, weil Friff uns empfohlen hat. Und ja. Also Friff hilft uns natürlich auch, weil auch viele Frauen, die da als Gast auftauchen werden bei Frucht sein. Okay. Gut, dann zeige ich jetzt mal, dass man auch FIFA spielen kann. Jetzt.
Also ich habe jetzt FIFA 18 mit, ich habe natürlich auch FIFA 19, aber nur auf der PlayStation. Die PlayStation wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Also weil, das ist doch ein bisschen groß. Das ist gut an der, toll, ja super. Genau, also man kann hier einen Länderpokal der Frauen machen. Man kann auch so ein, so ein Spiel machen. Ich habe jetzt einfach mal Länderpokal ausgewählt. Weil das Auswählen nicht so super interessant ist, habe ich das jetzt schon mal vorkonfiguriert. Und ich bin natürlich die deutsche Mannschaft. Da das 2018 sind das jetzt Leute, die wir nicht so oft sehen. Also die nicht alle noch da sind. Genau. Da wird dann die, wie bei FIFA normalerweise auch, die Vorgabe gemacht, wie die spielen. Das muss man dazu sagen, 2018 FIFA, weil auf der Switch hat das nicht so richtig gut gemacht. Also zum Beispiel, das ist jetzt so eine Rautenformation, ne? Also 4-1-2, na, ihr seht's ja, ne? Also eine Viererkette und dann kommt diese Raute und dann vorne die beiden Doppelspitzen. Das hat früher Steffi Jones eingeführt, als Steffi Jones noch dachte, Mensch, wäre super, wenn die Leute so ein bisschen kreativ spielen und so. Das hat nicht geklappt. Deswegen gibt's Steffi Jones auch nicht mehr. Also da haut ich jetzt so. Aber das war zum Beispiel so eine Formation, die Steffi Jones gemacht hat. Und deswegen ist sie halt noch so ein FIFA. Aber ja, Halbprofi, ja gut. Dann kann ich hier natürlich noch ein paar Leute auswählen. Ich zum Beispiel spiele natürlich mit den ganzen... Simone Lauder zum Beispiel ist gar nicht mehr mit dabei. Frau Petermann fährt auch nicht mit. Die kann ich dann nochmal auswählen. Und dann spiele ich. Ich bin jetzt Deutschland. Wenn die anderen gewinnen, bin ich natürlich die anderen. Ich hoffe, ihr seht das einfach nicht. Genau, dann ist mal so ein langweiliger Kommentator. Genau, das ist der Länderspiel. Also das neue FIFA hat übrigens jetzt auch extra die FIFA-WM. Genau, also das neue FIFA hat auch die WM wohl. Und 22 Teams, wobei ich jetzt nicht weiß, welche beiden fehlen. Und dann kann man, oh Gott. Wie entscheidet das Spiel, wer du gerade bist? Ich bin die Weißen. Ach so, das sieht man an der... Ja, das war nicht so gut. Ich bin Schweden! Ja, scheiße. Habe ich das nicht toll gemacht? Ja. So sollte man nicht spielen. Genau, jetzt darf ich einen Anstoß machen. Also, das, man sieht hier oben, dass man kann das bis zu 4 Leute spielen. Denn man sieht da oben, ich bin diejenige, die da rumläuft. Und ja, danke schön. Also ich spiele auch nur auf Halbprofi, für mehr reicht es wirklich nicht. Oh Gott. Ich spiele total viel FIFA und zwar wirklich stundenweise. Aber ich spiele es immer nur so um... So spielen die übrigens auch die Deutschen manchmal. Eigentlich ist das sehr realistisch, muss ich sagen. Also das Problem der deutschen Nationalmannschaft ist aktuell, dass die nicht so sehr viele Tore schießen unter Vos Tecklenburg, finde ich jetzt persönlich. Das könnte ausbaufähiger sein. Unter Horst Rubrisch ging das ein bisschen besser. Und, ja. Ja, danke, danke. Dankeschön. Da kann man noch so... Mandy Isnacker fährt übrigens nicht mit zur WM. Das ist der Grund, warum das nicht klappt. Ja, finde ich. Genau, dann sieht man das noch ein paar Mal. Ja. Genau, ich bin ja ein Freund des. Übrigens, in meinem Karrieremodus spiele ich natürlich mit Eintracht Braunschweig. Es gibt keine Frauenmannschaft im Karrieremodus. Deswegen muss ich mit Männern spielen, aber es macht nichts. Und neulich habe ich mit Eintracht Braunschweig hier bei FIFA 18 den Champions Cup, das ist sowas wie die Champions League, gewonnen. Und den DFB-Pokal. Mit Eintracht Braunschweig. Und ich war die Zweite in der Bundesliga. Also Eintracht Braunschweig ist übrigens 1967.
deutscher Meister geworden. Ich möchte es jetzt nur noch mal hier auf Band sagen. Genau, also hier sieht man, ich spiele nicht so besonders gut. Ja, also wenn ich jetzt hier auf nicht Halbprofi spielen würde, würde es auch noch schlimmer aussehen. Was man auch nicht machen, also man kann hier auch sehr viel grätschen, das sollte man können. Oh, so eine schöne Parade. Abseits! Abseits! Na, ich fürchte, das war kein Abseits. Also im Gegensatz zur WM erkennt FIFA sehr schnell, ob das Abseits war oder nicht. Und das ist ja leider auch immer richtig. Oh Gott, so. Gibt es aber hilfreiche Tipps? Das war jetzt übrigens Abseits, genau. Ja. Genau, also das ist bei FIFA jetzt deutlich besser als bei der WM. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so ein WM-Spiel in den letzten Tagen mal gesehen hat. Das dauert immer ewig, ewig, bis die das mit dem Abseits klären. Irgendwie 2 Minuten. So. Ich bin ja ein Freund von wir laufen einfach. Oh Gott. Ich hätte gegen jemand spielen sollen, das wäre besser gewesen. Ja, wundervoll, ne? Das bringt mich überhaupt nicht weit. Also in Wirklichkeit, wenn ich nicht so nervös bin, spiele ich natürlich viel besser, sonst wäre Eintracht Braunschweig ja nicht im Champions gewonnen. Ich meine, ich simuliere die Spiele immer nur. Deswegen kann ich auch nicht spielen. Übrigens, zum Glück sind sie auch nicht so koordiniert, die Spiele. Ja. Genau, jetzt ist Halbzeit. Ihr habt es gleich geschafft. Also man kann auch zwischendurch auswechseln, aber man sieht da auf der linken Seite, dass das nicht, dass die noch fit sind. Das ist halt Frauenfußball. Da sind die noch fit. Ja. Auch das ist ja realistisch. Also wenn die fallen, dann beschweren die sich nicht 50 Minuten lang, sondern spielen halt weiter. Das ist beim Frauenfußball auch so. Ja, genau. Genau. Die Profis. Also meine Ursprungsidee war ja wirklich, dass ich jeden Tag dieses Turnier, also die Spiele vom nächsten Tag spiele und streame, was natürlich die dümmste Idee ist überhaupt. Wie man sieht, das wäre ganz schön traurig. Und würde nicht den Tatsachen entsprechen. Und ja. Das kann man so machen, wie man möchte im Prinzip. Also man kann entweder alle in eine Mannschaft tun oder man kann gegeneinander spielen. Normalerweise spielt man, wenn man zum Beispiel zu zweit ist, gegeneinander. Nee, ich glaube, es geht, also ich meine, es geht nur 4.
Also im Online kann man natürlich, ich glaube bei Frau, was jetzt? Na ja. Dankeschön. Wenn ich faule bin, dann schreie ich auch immer, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Ja, auch das. Okay. Also ihr seht, man kann jetzt auch mit FIFA mit den Frauen total viel Spaß haben. Das wollte ich jetzt eigentlich zeigen. Also wenn ihr nicht genug vom Frauenfußball habt, dann könnt ihr auch mit der Familie zu Hause FIFA spielen. Wenn man gegeneinander spielt, dann hasst man sich irgendwann. Das ist auch schön. Harmonie ist völlig überbewertet. Also meine Frau spielt manchmal gegen mich und wenn ich dann zweimal hintereinander gewonnen habe, dann redet sie auch so eine halbe Stunde nicht mehr mit mir. Das ist auch, also nicht angenehm, aber dann darf man sie auch nicht darauf ansprechen. Ähnlich wie wenn der BVB verliert, da darf man auch nicht mehr also reden. Ja, aber das ist auch sinnvoll, weil wir wohnen ja in Dortmund, muss man dazu sagen. Also da ist man, ist sie nicht alleine. Ich als Eintracht Braunschweig-Fan bin da sehr, das ist eher ungewöhnlich. Also ich möchte das jetzt nicht... Also wenn ich nicht diese schrecklichen Kommentare zu der glorreichen Eintracht gehört hätte, die 1967 deutscher Meister geworden sind, möchte ich jetzt nochmal betont haben. Und dieses Jahr die größte Aufholjacht aller Zeiten, in natürlich dummerweise in der dritten Liga, aber es macht ja nichts. Nächstes Jahr steigen sie vielleicht auch nicht ab. Ich sollte das nicht so. Ich habe auch einen Schal in meinem Büro hängen, da steht Eintracht, also unser Eintracht, und ich werde eigentlich zu 90% immer gefragt. Ja, Eintracht Frankfurt oder welche Eintracht? Und das ist aber natürlich ein blau-gelber Schal. Also ich finde das unverschämt. Mein Mitbewohner hier auf dem Hauptstock in meinem Zimmer hat ein blau und ein gelbes Haar. Ich finde das ganz schön frech. Wundervoll, das finde ich sehr schön. Ja, genau. Genau, das ist jetzt vorbei. Und so geht FIFA. Ja, ich danke für das. Ihr müsst nicht klatschen. Ja, ganz kurz. Guckt die Frauenfußballspiele. Die sind gut, sie sind schön. Wir haben gerade ein packendes Spiel Italien gegen Australien gesehen. Ihr könnt es auch einfach anmachen und nicht gucken, das ist gut für die Quote. Bin da nicht so. Als zu Hause, wenn so Bundesliga-Streams machen, dann mache ich manchmal zwei Geräte an, damit die denken, es gucken viele Leute. Nee, es gibt leider auch nur einen Trainer. Das sieht immer doof aus. Und der heißt dann Juliana. Und ist halt, genau. Ja. Das ist jetzt halt wie das Alter. Ich bedanke mich für eure Zuhörerschaft und euer Zusehen und guckt mehr Frauenfußball. Danke.